Newark! Ja! Nein, wir sind noch in New Jersey. Ja. New Jersey. Es hat sich alles sehr verspätet, weil nämlich bei der Passport Control sitzen eigentlich 50 Leute, heute leider nur 4. Deshalb standen wieder 2 Stunden in der Schlange und das Geilste ist, unsere Koffer sind nicht da. Ich kann nicht mehr. Und in Deutschland ist es jetzt irgendwie 12 Uhr nachts oder so? Oder 12 Uhr nachts und minus 80 Grad. Hier ist richtig warm, hier sind 28 ja, Grad. Hier, ich weiß es auch nicht mehr. 7? Halb 7? Halb 7? Und es sind einfach mal 30 Grad. Halb 7 und es sind nur, nein, so warm auch nicht. Aber es ist richtig, richtig warm, man fühlt sich wie in Spanien. Immer noch nicht verstanden, dass wir jetzt in New York sind. Ja, und neueste Entdeckung, beste Entdeckung. Der ist absolut geil. Der ist richtig geil. Kostet aber auch 4 Dollar. 4 Dollar. Für einen Tee. Ist aber egal. Müssen wir jetzt haben. So, und wir haben nämlich als Entschädigung einen 100-Dollar-Gutschein gekriegt, weil unser Gepäck weg ist. Wofür? Wissen wir noch nicht ganz so genau. Aber bestimmt Abercrombie & Fitch oder Schminke. Jetzt warten wir auf unseren Bus-Shuttle, der 15 Dollar kostet. Mit dem fahren wir zum Bryant Park. Und vom Bryant Park dann zu unserem Apartment, wo unser Chinese. Unsere Asiate? Nee, ich glaube, das allgemeinern ist, ich glaube, dass es Jan auf uns wartet, um uns den Schlüssel zu geben. Was voll lieb ist, er hat eben extra angerufen, weil wir konnten ja nicht anrufen, weil wir da die ganze Zeit Handy aus haben mussten. Wir wollten ja unser Gepäck kommt aber um 11:30 hoffentlich. Heute. Noch heute. Ja. Okay, das war's soweit. Ciao. Mehr. Ciao. Roomtour. So, wir sehen natürlich kacke aus, weil unser Gepäck ist ja verloren gegangen. Didim. Es wird uns aber irgendwie gleich noch geliefert, müssen wir uns noch drum kümmern, weil da müssen wir leider hier sein. Doof. Okay. Was haben wir noch bezahlt? So 375 pro Kopf? Ja. Also wir wohnen quasi 10 Minuten, Viertelstunde vom Times Square zu Fuß. Haben wir eine schicke Küche mit allem. Mit Spülmaschine, mit Herd, mit Ofen, mit Mikrowelle, mit Fridge. So. So, dann haben wir hier Klo. Das ist nicht so spektakulär, aber reicht, ne? Klo, hallo. Und jetzt kommt der Kracher. Caro, zeig den Kracher. Moment, Fernseher, Spiegel. So, jetzt kommt der Kracher. Okay, warte, ich muss auf das Ding zur Seite machen. Ah, zur Seite machen? Ja, und dann aufmachen. Warte. Ah, jetzt und los geht's. So, jetzt geht's. Morgen nochmal in hell, heute in dunkel? Heute in dunkel, morgen in hell. Entschuldigung. Guck, Fernsehen. Da ist der Hudson River. Hudson River? Der Hudson River, da drüben ist New Jersey. Da ist ein Kriegsschiff. Skyline. Wie gesagt. Wir sind übrigens im 25. Stock. Und wenn wir mal Lust haben, können wir mal einfach runterspringen. So. Und da vorne ist ein Pool. Und wenn wir da runter, also nach hinten quasi gehen, dann kommen wir zum Times Square. Make-up-Artist schminken lassen, damit ich wenigstens geschminkt bin.
Das hat er übrigens sehr gut gemacht. Der war auch sehr nett und ich habe viel gekauft. Ja, 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 ja. Ja. Forever 21! Forever 21! Und jetzt müssen wir uns Klamotten kaufen, weil wir seit 48 Stunden fast die gleichen Klamotten anhaben. Ja, auch die gleiche Unterhose, wenn es interessiert. Deshalb müssen wir jetzt bei Forever 21 und H&M Klamotten shoppen gehen. Bis dann! Sie hat sich jetzt die Haare fürs Video extra aufgemacht. Richtig. Und wir mussten uns heute die Haare waschen. Übrigens, die Dusche ist so die heftigste Katastrophe. Die kann nicht heiß und... Also, die kann nur kochend heiß oder eiskalt, sonst kann die nichts. Und da kommt auch ein Strahl raus. Also, das ist mein Pipi. Da braucht man eine Stunde, bis die Haare überhaupt nass sind. Und wir haben noch was rausgefunden. Wir mögen kein Live-Bier, trinken es aber trotzdem. Trinken es trotzdem, weil das nämlich ganz groß am Times Square ausgeschildert ist. Stimmt, da gab es eine ganz große Plakatwerbung für Corona Light. Deshalb haben wir das gekauft für $800. Übrigens, wenn ihr nach New York fahrt, erschreckt euch bitte nicht. Lebensmittel und so Kleinigkeiten, ne? Wie Zahnbürste und so, mussten das jetzt neu kaufen. Ist so mega teuer. Wir haben für die billigste Zahnpasta $3.99 bezahlt und für meine Zahnbürste, glaube ich, $5 für eine Zahnbürste. Eine heftige Frechheit. Deswegen putzen wir uns jetzt auch nicht mehr unsere Zähne. Nein. Essen auch nichts mehr, weil wir das ganze Geld für unsere Klamotten und für Schmink ausgeben müssen. Und wir waren heute schön bei Sephora. Ich habe für $8 Trillionen bei NARS eingekauft. Ich habe mich von einem NARS Make-up-Artisten schminken lassen, der sehr nett war und auch sehr hübsch, aber schwul. Natürlich auch verheiratet. Ich habe den goldenen Ring gesehen. Er war auch verheiratet. Ja, der hat mich sehr schön geschminkt, sehr schön beraten. Ich habe wirklich viel Geld da gelassen. Und Caro hat sich den Orgasm Blush gekauft. Trägt sie auch gerade. Seht ihr den Glow? Den Glow. Ja, der ist wirklich toll. Ich wollte ihn mir erst auch holen, aber weil der mir dann ein anderes Blush empfohlen hat, was für meinen zarten Teint besser passt, habe ich den genommen. Sehr schön. Und was sollst du jetzt nicht mehr benutzen, weil du sonst wie ein Skelett aussiehst? Ja! Ich soll mein Gesicht nicht konturieren, hat er gesagt. Finde ich auch logisch, habe ich auch selten gemacht, weil ich dann aussehe wie ein Skelett. Das englische Wort hast du mal verstanden, weißt du? Ich habe alles verstanden, was er gesagt hat. Oh! Ich muss die ganze Zeit bei Lufthansa Airflight Support anrufen und, mit denen auf Englisch diskutieren, wo unser Luggage bleibt, weil Caro meint, sie kann kein Englisch, aber hat alles verstanden, was der Nasmann erzählt hat. Echt? Der Nasmann. Den hört sich an wie aushören. Der Nasmann. Der Nasmann. Manu. So. Wir hoffen, dass unsere Koffer spätestens bis 11 Uhr da sind. Genau. Um 12 Uhr, ist mir scheißegal. Die sollen eigentlich heute noch kommen. Dann hauen wir uns sofort in Schale, ziehen uns unsere Kleider an, schminken uns wie die Sau und gehen in den angesagtesten Club von Manhattan und versuchen eingeladen zu werden, weil da allein ein Tisch $200 kostet. Aber wir kriegen wir schon hin dann. Also wenn wir unsere Koffer haben, dann läuft es auf jeden Fall in den Pink Elephant. So, da waren wir nämlich hin. Und jetzt ist es ungefähr so 6 Uhr. Wir haben heute schon $800.000 ausgegeben, aus Versehen. Aus Versehen. Das ist doch... Und wir waren bei H&M, wo wir eigentlich niemals hingehen wollten. Aber es blieb uns ja nichts anderes übrig, weil es der einzige Laden ist, wo wir Mitarbeiterrabatt kriegen. All over the earth. Und weil wir ja nichts zum Anziehen haben und schon seit vorgestern eigentlich, ne? Nee, gestern Morgen, gestern. 8 Uhr deutsche Zeit, den gleichen Schlüpper tragen, wollten wir gerne mal was anderes anziehen. Und deshalb waren wir bei Hennes und Mauritz und es war ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Da würde ich niemals arbeiten wollen. Niemals. In den USA. Also in Deutschland bei H&M zu arbeiten, macht ja echt deutlich mehr Spaß. New York ist richtig super. Und die Leute sind hier so nett. Die Leute sind hier so nett. Nadja, das ist eben kurz ein Statement für dich. Oder an dich.
du wärst hier nicht glücklich. Nein, das haben wir auch heute den ganzen Tag schon gesagt. Nadja, man hat hier keine Chance zu pöbeln, weil die Leute alle so mega nett sind. Also gestern sind wir zum Beispiel mega müde und abgekämpft in den Bus gestiegen, um hierher zu kommen. Und dann hieß es Only Coins. Also man konnte nur mit Münzen bezahlen. Und wir hatten nur Scheine da. Weil wir gestern noch reich waren. Jetzt habe ich natürlich gar kein Geld mehr. Und diese Only Coins. Und wir hatten keine Coins. Und dann wollten wir schon aussteigen und sie sagten, nein, ihr könnt drin bleiben, fragt doch einfach die anderen, ob die wechseln können. Wir so, ja toll, wenn man Deutschland kennt, weiß man natürlich, da glotzt noch nicht mehr jemand nach. Da sind 5 Leute aufgesprungen und haben uns Wechselgeld gegeben und haben gefragt, wo wir hinwollen, wo wir so eine Metrocard herkriegen. Die waren so mega höflich, die waren richtig nett. Waren die noch nett? Ach so, in jedem Laden, wo du reingehst, sagen die Hallo und freuen sich und tanzen. Und tanzen. Das ist der Hammer. Das ist echt, die haben alle gute Laune. Es macht richtig Spaß, hier zu sein. Also Nadja, tut mir leid. New York ist leider nichts für dich. Tschüss. Wiedersehen. Wir betrinken uns jetzt weiter mit diesem ekligen Corona-Light. Und was haben wir noch gekauft? Bacardi Ratte. Und wir haben Bacardi Ratte mit Sprite. Und Sprite. Das haben wir uns nachher noch rein. So. Wir sitzen jetzt gerade im 111er-Bus auf dem Weg nach Jersey Gardens in den Outlet Store und wir waren eben ganz schön aufgeregt, weil unsere Koffer sind dann auch endlich mal gekommen am 4. Tag und jetzt haben wir auch richtige Sachen an und frische Unterwäsche und so. Weil davor mussten wir uns immer Unterhosen für 1 Dollar von H&M kaufen. Also wir sehen jetzt normal aus. Und das ist beautiful, the Carolina. Beautiful me, also geht, weil ich jetzt so trockene Haut habe, weil ich die ganze Zeit mit Handcreme das eincremen musste. Ich habe auch schon so eine Flechte am Kinn. So, wir sind jetzt in Jersey Gardens. Das ist hier so Mittel, ne? Eher so Mittel. Aber wir haben schon was bei Abercrombie & Fitch gekauft, bei Hollister und bei Converse. Wir sind jetzt hier im Food Court. Wie so sieht's hier aus? Muss eigentlich nur Burger überall gibt. Es gibt 8 verschiedene Läden, aber in einem gibt es nur Burger. Und ich habe mir jetzt einen Tender Crisp von Burger King geholt, der so groß ist wie eine Schallplatte. Ungefähr. Hat auch 8 Dollar gekostet. Und Dr. Pepper Cola. Dr. Pepper Cola. So, guten Appetit. Guten Appetit. Ciao. Ein kleines Jersey Gardens Resümee. Möchtest du Jersey Gardens sagen? Wie war es denn so? Bisschen enttäuscht hat es mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittel. Es war so mittel. Würde ich jetzt nicht nochmal hinfahren wollen. Mit Drang und so, nee. Vielleicht nochmal das andere, eventuell, wenn man beim zweiten Mal hier ist. Ja, genau. Aber hier muss ich jetzt nicht nochmal hinkommen. Nee. Ansonsten, bei Abercrombie & Fitch und Hollister habe ich zumindest ganz viele Shirts gekauft. Habe mir einen BH bei Victoria's Secret gekauft. Der ist sehr schön, ist jetzt leider nicht in meiner Größe. Ja. Gab es leider halt nur für kleine Möpse. Gab es auch für kleine Möpse. Und eine Krawatte habe ich gekauft. Von? Sag nochmal. Calvin Klein so. Für $15. $15. Anstatt 65. Ja, das war's auch schon. Und ich habe gekauft Chucks für, oh, da kommt ein Bus. Chucks für mich und Alex. Alex, ich habe an deine Chucks gedacht, ich krieg nur 13 Euro von dir. Hab ich auch. Und ciao. Ciao. Dann habe ich auch Shirts bei Abercrombie & Fitch und Hollister gekauft. Dann habe ich was für Horst gekauft, dann habe ich was für Alina gekauft. Das war's, ne? Ja. Noch gekauft. Mhm. Und, ach ja, Notenpumps von Sisley. Genau, stimmt, deine Notenpumps. Yeah. Einfach eiskalt, ich hätte ganz gerne einen Dollar.